Da möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Hallo, Herr Linnertz. Sie sind von der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Washington. Ich grüße Sie. Ja, es ist ja ein richtiger Wahlkrimi gerade bei Ihnen, könnte man sagen. Wie geht es Ihnen in dieser Tage? Ja, also zunächst mal freue ich mich natürlich darüber, dass das, was schon befürchtet worden war, nämlich, ich sag mal, gewaltsame Proteste und Ausschreitungen direkt in der Wahlnacht oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, sind weitestgehend zumindest ausgeblieben. Also hier steht ja ein zusätzlicher Schutzzaun ums Weiße Haus. Die Gebäude im Viertel rund um das Weiße Haus sind mit Sperrholzplatten, die Fensterfassaden verriegelt. Es gab zwei Demonstrationen waren angemeldet. In der Nacht zum Mittwoch haben sich 1000 Trump-Gegner vom Weißen Haus versammelt. Angespannt war die Lage ein bisschen in Portland, in Oregon. Da waren bewaffnete Demonstranten anscheinend unterwegs nach Medienberichten. Aber es blieb weitestgehend ruhig. Wir haben jetzt natürlich mehr Demonstrationen in allen möglichen Ecken der USA, in Phoenix, in New York, in Minneapolis, wo die Demonstranten protestieren oder dafür kämpfen, dass die Stimmen auch wirklich alle ausgezählt werden. Wir haben aber auch Trump-Gegner, die auf die Straße gehen, zum Beispiel in Detroit, und sich einsetzen dafür, dass die Stimmen nicht mehr ausgezählt werden. Aber insgesamt, sage ich mal, ist die Lage, Gott sei Dank, zumindest bis jetzt, etwas ruhiger als befürchtet. Gerade was diese Auszählung betrifft, ist es ja momentan sowieso ein großes Thema in Amerika, dadurch, dass Trump ja angekündigt hat, gewisse Auszählungen stoppen zu wollen. Wie ist das mit der rechtlichen Grundlage da? In welchen Staaten wird wie ausgezählt, beziehungsweise in welchen Etappen will man da auszählen? Warum dauert das mitunter länger und mitunter weniger lange? Ja, zunächst mal muss man wissen, dass, sag ich mal, das Wahlrecht ist in den USA eine Sache der Bundesstaaten. Es ist also keine föderale. Es gibt kein föderales Wahlgesetz, sondern jeder Bundesstaat hat sehr eigene Regeln und die sind sehr unterschiedlich. Also in Georgia beispielsweise, also zunächst mal sind die deshalb unterschiedlich, weil die Staaten unterschiedliche Bedingungen haben für die Teilnahme an der Briefwahl. Das haben zwar sehr, sehr viele Staaten in diesem Jahr gelockert wegen der Corona-Pandemie, aber traditionell haben sie Staaten, in denen sie automatisch ihre Briefwahlzettel bekommen mit der Post. In anderen Staaten mussten sie traditionell erstmal einen Antrag stellen, ohne Begründung und darum bitten, Briefwahl machen zu können. Es gab aber auch Staaten, in denen sie einen Antrag stellen mussten und dann begründen mussten, warum sie an der Briefwahl teilnehmen. Also zum Beispiel durch Krankheit oder weil sie zum Zeitpunkt der Wahl am Wahltag nicht in Amerika sein können. So, das hat sich gelockert, aber natürlich sind die Bedingungen oder die Bestimmungen immer noch sehr unterschiedlich. Georgia zum Beispiel hat bereits ab dem 19. Oktober damit begonnen, Briefwahlstimmen zu verarbeiten. Pennsylvania hatte ich Ihnen eben gesagt, die haben erst nach der Wahl im Grunde genommen mit den Briefwahlstimmen begonnen auszuzählen. Und dann ist sicherlich auch ein Unterschied von Bundesstaat zu Bundesstaat, wie lange denn Briefwahlstimmen oder Briefwahlzettel, die pünktlich eingehen, überhaupt noch verarbeitet werden. Und da haben wir in Ohio beispielsweise die Situation, dass pünktlich eingegangene Briefwahlstimmen werden noch bis zum 13. November berücksichtigt, in North Carolina beispielsweise bis zum 12. November. So, das heißt, die Unterschiede sind da von Bundesstaat zu Bundesstaat groß. Aber das ist ja genau der Punkt, an dem Trump jetzt gerne ansetzen möchte, eben diese nachträgliche Auszählung der Briefwahlstimmen möglichst zu verhindern. Welche Chancen hat er da? Ja gut, zunächst mal, also er hat ja bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch angekündigt oder mitgeteilt, dass er persönlich davon ausgehe, die Wahl gewonnen zu haben. Er hat angekündigt, dass er die weitere Auszählung der Briefwahlstimmen stoppen wolle, dass er vor das oberste Gericht ziehen wolle. Zunächst mal muss man natürlich wissen, diese Fragen beginnen zunächst mal auf der Ebene der Bundesstaaten, bevor sie dann zum Supreme Court wandern. Auf der Ebene der Bundesstaaten gibt es in der Tat, oder gab es schon seit Wochen, mehrere hundert, circa 300 Verfahren gegen Einzelaspekte der Briefwahl in allen möglichen Facetten. Welche Chancen diese, sag ich mal, Verfahren haben, sich jetzt durchzusetzen oder die Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen, müssen wir abwarten, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Damit beschäftigen sich jetzt in einzelnen Bundesstaaten die Gerichte. Nach meinem Eindruck wüsste ich jetzt aktuell aber nicht, dass irgendwo bereits die Auszählung der Stimmen gestoppt ist. Also wir müssen sehen, was dann vor allem auf der Ebene der Bundesstaaten zunächst, vor allem der entscheidenden Bundesstaaten, die Gerichte sagen. Sie haben ja gerade schon
erklärt, wie vertrackt, sage ich mal, das amerikanische Wahlsystem eigentlich ist. Und das ist ja auch spätestens bei dieser US-Wahl dann klar geworden. Merken die Amerikaner auch, dass ihr Wahlsystem reformbedürftig ist und dass man daran mal etwas drehen könnte? Ja, also vertrackt haben Sie gesagt, also hier in den USA, ja, es gibt eine Diskussion, die gibt es nicht erst jetzt, die gibt es seit vielen, vielen Jahren, auch schon seit Jahrzehnten über das Wahlsystem. Es gibt Menschen, die sagen, dass das Electoral College eher eine archaische Institution ist, veraltet ist, überarbeitet werden müsste. Natürlich gibt es viele Menschen, die sagen, es könne ja nicht sein, dass der US-Präsident gewählt wird ohne die Mehrheit der Stimmen. Wir hatten das ja schon 2016 gesehen, damals hatte Hillary Clinton 2,8 Millionen allgemeine Stimmen oder Gesamtstimmen mehr als Donald Trump. Trotzdem wurde Donald Trump aufgrund seiner Mehrheit im Wahlleutegremium dann mit 34 Stimmen Vorsprung Präsident. Am Ende muss man da ein bisschen, glaube ich, in die Geschichte zurückblicken. Also die USA, das politische System ist ja nun mal gegründet worden, damals noch nicht von allen 50 Bundesstaaten, sondern von den Bundesstaaten, die damals existierten im Osten der USA. Und dann kamen immer mehr Bundesstaaten hinzu und das gesamte System, und zwar nicht nur das Wahlleutegremium, auch die Zusammensetzung des Senats, zielt darauf ab, dass vor allem kleinere Bundesstaaten, kleinere US-Bundesstaaten mit geringerer Bevölkerungszahl, dass die ein ausreichendes politisches Mitspracherecht haben in Washington D.C. Und so erklärt sich, dass beispielsweise alle US-Bundesstaaten, völlig egal, ob es das riesige Kalifornien ist, wäre Kalifornien ein Land, wäre es die fünftgrößte Wirtschaftsnation dieser Erde oder Wyoming, wo nur sehr wenige Menschen leben, dass alle Bundesstaaten in den USA jeweils zwei Senatoren im Kongress haben. Und genau so erklärt sich dann zum Stück das Wahlleutegremium. Aufgrund des Wahlleutegremiums werden auch die kleineren US-Bundesstaaten proportional politisch stärker gewichtet. So, insofern, da gibt es schon einen gewissen Sinn hinter, dass jetzt hier alsbald, also wir haben in einzelnen Bundesstaaten haben wir Volksabstimmungen gehabt, auch im Rahmen dieser Wahl über Wahlrechtsreform, vor allem zum Beispiel in Alaska. Aber dass es jetzt hier absehbar eine, sag ich mal, echte Reform oder eine Abschaffung des Wahlleutegremiums gäbe, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil das würde ja bedeuten, dass im Zweifelsfall die kleineren Bundesstaaten an Einfluss verlieren. Also ich bin da sehr vorsichtig. Alles klar. Dann hatten Sie eben auch schon die Swing States nochmal angesprochen. Das ist ja ein, ich würde fast sagen, geflügeltes Wort wieder in diesen Wahlen. Wie kommt es denn eigentlich, dass man absehen kann, dass ganze Staaten eher republikanisch oder eher demokratisch wählen? Ja gut, das kann man ja ganz gut absehen. Also man, die meisten Staaten in den USA, da steht das Ergebnis seit Jahrzehnten fest. Also ich sage mal zum Beispiel Kalifornien. Kalifornien ist seit Jahrzehnten in demokratischer Hand. Auf der anderen Seite haben sie dann zum Beispiel Staaten, meinetwegen Utah oder zum Teil dann auch Tennessee oder Kentucky, wo sie mit sehr, sehr großer Sicherheit davon ausgehen können, wer gewinnt. Und das sind die Staaten, in denen sich die Kandidaten der Gegenseite dann im Wahlkampf auch nicht sonderlich engagieren, weil das wäre verschwendetes Geld. Warum sollte man da wirklich um Wählerstimmen kämpfen? So, bei den Swing States, der Grund dafür, warum die Swing States so schwer einzuschätzen sind, hat zum Teil zu tun mit der Zusammensetzung der Bevölkerung. Also ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel, und das ist ja so der klassische Swing State, Florida beispielsweise. In Florida haben sie einen großen Anteil an Menschen, an US-Amerikanern mit lateinamerikanischer Abstammung. Und diese, sag ich mal, diese Bevölkerungsminderheiten sind zum Teil sehr divers. Also wir reden immer gerne so von der farbigen Bevölkerungsminderheit, aber schauen Sie sich an, dass beispielsweise etwas über die Hälfte aller Hispanics, also aller Latinos, betrachten sich selbst gar nicht als Angehörige der farbigen Minderheit, sondern als Weiße. So, dann haben wir innerhalb dieser Bevölkerungsgruppen zum Teil einen sehr großen Gender Gap beim Abstimmungsverhalten, also was zum Beispiel die Zahl der Frauen angeht, die für Trump sind, und der Männer, die für Trump sind. Oft ist es so, vor allem in Florida, dass beispielsweise der Unterschied bei den Latinos zwischen Frauen und Männern traditionell bis zu 20% betragen kann. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle in den Swing States zum Teil der demografische Wandel insgesamt. Nicht nur die Frage der Minderheiten, sondern auch, wie viele jüngere Leute
es dort gibt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Auch wenn Texas traditionell auch nicht zu den Swing States zählte, hatten sich die Demokraten in Texas realistische Hoffnungen auf einen Wahlsieg gemacht. Das hat zu tun mit der Zwischenwahl. In der Zwischenwahl vor 2 Jahren haben die Demokraten zwar verloren, aber sind unglaublich nah an die republikanische Mehrheit herangekommen. Ich glaube, nur mit 2 bis 3%. Das war sehr neu. Woran lag das? Texas kennen wir alle. Das ist so in unserem Verständnis so ein Staat, da reiten die Leute dann über die Prärie. Texas ist natürlich heute völlig anders als vor vielen, vielen Jahren. Texas hat 5 große metropolitane Zentren, Houston, Dallas, Austin, Fort Worth und San Antonio. Diese Städte sind extrem gewachsen innerhalb der letzten 10 Jahre. Und in diesen Städten leben heute häufig dann auch viele jüngere Leute, auch in den Vorstädten, jüngere Leute mit einer anderen Ausbildung, jüngere Leute, die vielleicht etwas liberaler sind, die nicht mehr, sag ich mal, so dem klassischen konservativen texanischen Wähler auf dem Land oder im ländlichen Texas entsprechen. Und das macht es so unglaublich schwierig, in diesen Staaten die Mehrheiten wirklich exakt abzusehen. Das heißt, dass eine Abkehr von alten Wahlgewohnheiten, sage ich mal, nur dann in Amerika ersichtlich ist, wenn man auch wenn sich auch die Bevölkerungsschichten ändern, sage ich mal? Naja, gut, das spielt einerseits schon eine Rolle. Also wir hatten jetzt in diesem Jahr erstmalig eine Situation, nach der die Generation der Millennials und der Gen Z, also aller der die ab 1981 geboren sind, also die jüngere Bevölkerung, ist erstmals die größte Bevölkerungsgruppe in den USA. Das spielt schon eine Riesenrolle. Dann die Zuwanderung spielt eine Riesenrolle. Wir haben also in vielen US-Bundesstaaten im Süden haben wir ein Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren gehabt. Also im Moment haben wir eine Volkszählung, wir kennen noch nicht die ganz genauen Zahlen, aber sagen wir nach Schätzungen von 2019 hatten wir ein Bevölkerungswachstum von bis zu 22%. In den USA landesweit ein Bevölkerungswachstum von etwa 6,3%. Das heißt also sowohl Zuwanderung als auch die Verjüngung der Gesellschaft spielen natürlich eine Riesenrolle. Richtig ist aber auch, und das haben wir jetzt bei dieser Wahl gesehen, dass, und das kann man, glaube ich, auch sagen, egal wie die Wahl jetzt ausgeht, die von den Demokraten aufgrund der Umstimmungswerte für Joe Biden in den letzten Wochen und Monaten erwartete, sag ich mal, Blue Wave, also ein erdrutschartiger Sieg, eine Riesenunterstützung aus den Minderheiten von jungen Leuten und so weiter. Ja, es gab sie mit Sicherheit. Wir rechnen mit einer Rekordbeteiligung hier in den USA. Auch an der Briefwahl haben sich schon über 100 oder Briefwahl im vorgezogenen Wahl über 100 Millionen Amerikaner beteiligt. Aber das Ergebnis ist erneut so knapp, dass man eigentlich feststellen kann, was man für die USA schon seit vielen Jahren feststellt. Die Polarisierung der Gesellschaft, vor allem heutzutage entlang der parteipolitischen Trennlinien, also danach, ob jemand eher ein Anhänger der Republikaner oder ein Anhänger der Demokraten ist, ist schon extrem groß. Die Gräben sind extrem tief und das sehen wir jetzt wieder bei dieser Hängepartie oder bei diesem überaus knappen Ergebnis. Woran machen Sie denn diese große Wahlbeteiligung in diesem Jahr fest? Gut, also schon 2018 haben wir bei den Zwischenwahlen ein Rekordergebnis gehabt. Also wir hatten 2018 bei den Zwischenwahlen zum ersten Mal über 100 Millionen Stimmen, 113 Millionen, das gab es noch nie. Und damals war klar, das war, obwohl es in dieser Zwischenwahl ja um den Kongress geht und nicht um den Präsidenten, es war der Trump-Faktor. Der Trump-Faktor mobilisiert, der Trump-Faktor spaltet. Und hat in diesem Jahr natürlich dazu geführt, dass sich, sag ich mal, die Trump-Gegner in Scharen an der Wahl beteiligt haben. Umgekehrt ist es Trump aber gelungen, wie wir sehen, in vielen Staaten seine Anhänger erneut mit seinen Botschaften massiv zu mobilisieren und für die Wahl zu gewinnen. Corona spielt in diesem Jahr mit Sicherheit eine Rolle. Das war, sag ich mal, das größere Thema. Die Wirtschaftskrise spielte eine Riesenrolle. Aber ich glaube, am Ende geht es schon oder ging es schon darum, einerseits bei den Demokraten diese Wahl zu organisieren oder abzuhalten als ein Referendum über die letzten 4 Jahre Donald Trump, also über das Ergebnis seiner Krisenpolitik vor allem, auch seine Einstellung zum Thema Gesundheitssystem, seine Wirtschaftskompetenz und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite bei den Republikanern, die ja genossen haben in den letzten Jahren ein sehr solides Wirtschaftswachstum, eine sehr geringe Arbeitslosigkeit,
bei den republikanischen Anhängern darum, dass sie weiterhin trotz Corona, trotz Wirtschaftskrise, trotz hoher Arbeitslosigkeit Donald Trump vertrauen darauf, dass er das Land Make America Great Again wieder macht. Und das hat im Wesentlichen zu der hohen Wahlbeteiligung geführt. Dann eine letzte Frage. Sie haben auch gerade noch mal das Thema Spaltung angesprochen. Das wird ja derzeit auch wieder immer und immer wieder erzählt, dass die USA ein gespaltenes Land seien. Kann man die Vereinigten Staaten noch vereinigt nennen? Das wird mit Sicherheit der Fall sein. Aber wir müssen zwei Dinge im Auge behalten. Also diese Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft ist kein Phänomen, das wir erst kennen seit Donald Trump. Das hat früher schon angefangen. Das Problem ist ein Stück weit, und das haben Sie nicht nur hier in den USA, das haben Sie in vielen Ländern, in denen im Grunde genommen zwei Parteien dominieren, dass jede einzelne dieser Partei muss ein immenses Meinungsspektrum unter ihrem Dach vereinen. Das heißt, ich sage mal, bei den Republikanern dann vielleicht ganz rechts bis moderat rechts und bei den Demokraten ganz links bis moderat links. So, das ist zunächst schon mal ein Problem. Und das hat schon vor Jahrzehnten, im Grunde genommen ab den späten 60er Jahren, dazu geführt, dass wir bei den Republikanern beispielsweise man nannte das die Fusionismus-Diskussion, einen Versuch hatten, sozialkonservative Anhänger und marktlibertäre Anhänger unter einen Hut zu kriegen. Und kulminiert ist im Grunde genommen diese Diskussion dann, sag ich mal, vor etwas über 10 Jahren mit der Tea Party. Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern? Damals dann im Wahlkampf mit McCain und Sarah Palin von der Tea Party als Vizepräsidentin. Das war im Grunde genommen die Kulmination dieser Auseinandersetzung. Und bei den Demokraten hatten wir auch schon seit Jahrzehnten, im Grunde genommen seit Bill Clinton, das Problem, wie weit links sollen sie eigentlich stehen oder wie weit in der Mitte? Damals Bill Clinton ist angetreten, nachdem die Demokraten 3 Wahlen verloren hatten. Und damals hat auch Bill Clinton ganz stark auf das Thema Law and Order gesetzt, mit allen möglichen Gesetzen. Und seitdem kann man sagen, so waren die Demokraten dann auch unter Obama so stärker in der Mitte. Wir erleben dann jetzt zuletzt auch mit der Kandidatur von Bernie Sanders und Liz Warren und Abgeordneten wie der jungen Octavio Cortez aus New York, dass wieder eine Diskussion anfängt, innerhalb der Demokratischen Partei stärker nach links zu rücken. Also die Diskussion ist nicht neu. So, bei Donald Trump haben sich natürlich diese Moving Mountains, gerade so bei moderaten Demokraten und moderaten Republikanern, weiter auseinandergeschoben. Also es gibt immer weniger, sag ich mal, gemeinsame Schnittmengen. Und das führt dazu, dass auch im Kongress die überparteiliche Zusammenarbeit seit Jahren eigentlich immer schwieriger wird. Also das, was wir so aus den 90er Jahren kannten, dass so im Rahmen dieser Checks and Balance man überparteilich da sich irgendwie einigt, das wird immer schwieriger. So, kann jemand das überwinden? Also wenn, ist es natürlich so, dass Joe Biden, der das ja bereits erklärt hat, versöhnen statt spalten, er will das Land einen, also wenn, dürften wir das wahrscheinlich eher erwarten können von Joe Biden. Bei Donald Trump gibt es jetzt zunächst mal keine Anhaltspunkte dafür, dass er Ansätze findet, das Land wieder zu einen. Sein gesamter Wahlkampf war darauf ausgerichtet, die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Schwierig wird das Ganze definitiv dann, auch für Joe Biden sollte er gewinnen, wenn die Demokraten nicht die Mehrheit im Senat bekommen. Im Moment haben die Republikaner ja die Mehrheit im Senat mit 53 von 100 Senatoren. Die Demokraten hatten sich Hoffnung darauf gemacht, diese Mehrheit zu drehen. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten schon die Mehrheit. Wenn wir auf der einen Seite hätten einen Joe Biden als Präsident und einen republikanischen Senat, dann könnte es für Joe Biden durchaus eine Herausforderung sein, wie es sowieso ist, dieses Land wieder stärker zu einen. Ja, was kann denn ein Joe Biden machen mit einem republikanischen Senat, der womöglich seine Entscheidung nicht mittragen wird? Das müssen wir mal abwarten. Also zunächst mal ist der Senat ja sehr wichtig. Also ich versuche das auch seit einigen Wochen oder bei jedem Online-Event deutlich zu machen, dass es bei dieser Wahl eben nicht nur geht um den Präsidenten der Vereinigten Staaten, es geht um die Neubesetzung aller 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Es werden 35 Senatssitze neu vergeben. Es werden aber auch 11 Gouverneure gewählt. Auch die sind nicht ganz unwichtig für uns. Die Gouverneure haben erhebliche Befugnisse. Beispielsweise das Thema Klimapolitik, das ja von Joe Biden hoch auf die Agenda gesetzt wird. Das Thema Klimapolitik findet natürlich nicht nur in Washington statt, sondern auch auf der Ebene der Bundesstaaten. Es gab in 86 Parlamentskammern in den USA wurde jetzt auch gewählt. Das ist auch nicht unwichtig, weil
Wir haben diese Volkszählung, von der ich eben erzählt habe, und auf der Basis der Ergebnisse der Volkszählung, die uns noch nicht vorliegen, werden die Parlamente der Bundesstaaten in den nächsten Jahren, und das wird sich schon auswirken auf die Kongresswahlen 2022, werden die Wahlkreise neu zuschneiden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema hier in den USA. So, und dann der Senat. Der Senat hat erhebliche Befugnisse. Der Senat verabschiedet ja nicht nur Gesetze und den Haushalt mit, sondern der Senat ratifiziert beispielsweise auch internationale Abkommen oder Kandidaten für wichtige Regierungsämter und wichtige Positionen werden vom Senat bestätigt. Und das sind Richter, das haben wir zuletzt erlebt, das können aber auch zum Beispiel Botschafterposten sein. So, wie sich Joe Biden schlagen würde, würde er Präsident unter einer republikanischen Senatsmehrheit, müssen wir einfach mal abwarten. Also das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh, weil wir dazu natürlich auch mal sehen müssen, wer denn jetzt überhaupt in den Senat kommt. Im Moment ist das Ergebnis, zuletzt habe ich geschaut, immer noch bei 48-48. Das ist also alles noch nicht so besonders klar. Wir müssen dann einfach mal abwarten, wie der Senat sich dann ab dem nächsten Jahr positionieren wird. Ja, dann bleibt es noch sehr spannend. Dann bin ich ganz dankbar für Ihre Information und den Ausblick, den Sie uns liefern konnten. Herzlichen Dank. Danke nach Osnabrück.